Hallo, ich bin Wolfgang Link und begrüße euch in Frankens Meerregion. Heute aus Unternesselbach bei Familie Seifert. Die stellen die Lebkuchenglocke her. Und das schaue ich mir jetzt gleich mal an, wie das funktioniert. Thomas, grüß dich. Hallo Wolfgang. Servus. Schön, dass ich heute mal bei dir sein kann und mir mal die Lebkuchenglocke anschauen kann, wie das funktioniert. Das ist ja alles Handarbeit. Machen wir vom Holz, vom Wald bis zum fertigen Produkt alles. Also ein richtig schöner Familienbetrieb, der vom Holzstück, ich sehe hier überall so Holzklötze rumliegen, die dann von dir gedrechselt werden, bis sie fertig dann die Glocke, so eine wie ich in der Hand habe. Und unsere Zuschauer, die werden das dann später sehen, wie die ausschaut. Ich verrate es noch nicht, wer sie nicht kennt, aber viel gibt es eh nicht, die das noch nicht kennen. Seit wann macht ihr das? Seit 21 Jahren. Prima. Und ich würde mir jetzt echt gerne mal anschauen, wie das gedrechselt wird. Aus was für einem Stück Holz wird denn sowas überhaupt gemacht? Ja, nehmen wir nur Ahornholz. Bergahorn ist dafür am besten geeignet. Können wir uns das jetzt mal anschauen? Ja, können wir. Ich kann jetzt mal zeigen, wie er oben gedrechselt wird. Oder der Vater kann zeigen, wie Unterteile. Jetzt haben wir einmal da das Oberteil und da das Unterteil. Und jetzt gehen wir hoch in die Montage, sagen wir, und da bauen wir das Ganze dann zusammen. So machen wir's. Also jetzt haben wir die zwei Teile. Jetzt brauchen wir noch einen Draht dazu. Den biege ich einmal. Das ist jetzt praktisch der Draht, was da innen reingehört. Kommt dann da rein. Dann haben wir da ein Stäbchen noch vorbereitet. Stecken wir rein. Und dann wird das Drähtchen umgebogen. So, Thomas, und ich muss jetzt die Glocke unter den Stempel schieben? Unter den Stempel und dann einfach runterdrücken. Und runterdrücken. Ganz fest, so gut. Jetzt ist die Lebkuchenglocke fertig. Und funktioniert. Gut, na dann schauen wir mal, was die Lebkuchenglocke im Live-Test kann. So, ich bin jetzt in der Küche bei der Familie Seifert. Der Thomas hat den Stab übergeben an die Manuela. Hallo Manuela. Hallo. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die Lebkuchenglocke funktioniert. Aber dazu brauchen wir einen Lebkuchenteig. Und ihr habt einen ganz besonderen Hausrezeptteig. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an, okay? Genau. Und dazu brauchen wir was? Gemahlene Haselnüsse, geriebene Buttercroissants, die vorher hart werden lassen und getrocknet werden, Zucker, Wasser, Eier, Zitronat und Orangensaft, Mehl, Gewürze, da haben wir jetzt Kardamom, Zimt, Lebkuchengewürz und Hirschhornsalz und natürlich Backobladen. Super, und dann denke ich, kann man auch schon anfangen, oder? Genau, fangen wir an. Also. Zuerst machen wir die trockenen Sachen, glaube ich, rein, gell? Genau, erst werden alle trockenen Zutaten in eine Schüssel gegeben und werden dann miteinander vermischt. Und am Ende kommen dann noch die Eier und das Wasser dazu. Trocken ist auch Mehl. Und Mehl ist auch trocken, genau. Die ganzen Gewürze. Die Gewürze. Ja. Wasser dazu. Wir empfehlen auch immer, den Teig mit der Hand anzurühren und nicht mit der Küchenmaschine. Und jetzt ist der Teig fertig. Jawohl. Jetzt zeige ich dir, wie es geht, Wolfgang, und dann darfst du mal ran. Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Genau. Nimmst erst ein bisschen an Teig. Den streichen wir dann in die Lebkuchenglocke ein. Am besten so von der Mitte nach außen, dass der Rand schön sauber bleibt. Mhm. Und wenn der Teig dann drin ist, nimmt man einfach eine Oblade, drückt ihr ein bisschen fest auf dem Teig und dann dreht man an dem Knopf einfach so lange, bis der Draht innen drin einmal rum ist und dann fällt er schon aufs Blech. Und das war die ganze Kunst. Sensation! Ja. Jetzt bin ich dran. Mhm. Ich nehme eine kleinere. Und Achtung! Didi. Spitze, oder? Ganz einfach. Und wir machen jetzt hier ganz schnell das ganze Blech voll. Jawohl. Und dann müssen wir backen noch. Genau, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann ist das gleich erledigt, zur Viertelstunde ungefähr. Wird sagen, perfekt. Sensation. Mhm. Und weil die so lecker sind, habe ich mir jetzt gerade was überlegt. Die kann man ja nicht nur vom Fernseher essen in der Weihnachtszeit, sondern man kann sie bestimmt auch kurz vor Weihnachten als Dessert servieren auf einem Teller. Und lass uns doch da gemeinsam was zaubern.
Und ich zeige dir, was ich dafür eine Idee habe, okay? Wunderbar, bin ich total gespannt. Wir schneiden den Lebkuchen einfach mal in der Mitte durch. Dann nehmen wir von dem Innenleben ein bisschen was weg. Mhm. Nur ein kleines bisschen, schau. Ja. Sodass wir eine kleine Kuhle haben. Das geben wir hier auch wieder rein, dass da nichts verloren geht. Okay. Das machen wir oben und unten. Schau, da haben wir jetzt gleich eine richtig schöne Kuhle, damit wir da ein bisschen füllen können. Und für die Füllung nehmen wir natürlich auf der einen Seite diese Lebkuchenkrumen. Dann nehmen wir Quark und Frischkäse. Und dann habe ich hier ein bisschen selbstgemachtes Johannisbeergelee oder Marmelade in dem Fall. Einen großen Esslöffel rein. Und nachdem der Lebkuchen ja relativ, ich sag mal, ein bisschen süß ist, logischerweise durch den Zucker und so, machen wir noch ein bisschen Säure rein. Ja. Dann nehmen wir eine halbe Zitrone, Bio-Zitrone, quetschen die rein. Und da darf man auch einen großen Klecks hingeben. Dann legen wir den Lebkuchen hier schon mal so an. Der kann hier schon mal ein bisschen ziehen. Und machen noch einen kleinen Fruchtsalat aus Trauben, Äpfel, bisschen Honig und Zimt und Agavendicksaft. Das gibt jetzt dann noch ein so einen schmatzigen Fruchtsalat. So, die ganz kleinen brauchen wir gar nicht klein schneiden. Und das dürft ihr jetzt schon mal verrühren mit ein bisschen Geschmack. In dem Fall nehmen wir den Honig dazu, einen Teelöffel. Dann nehmen wir ein bisschen Zimt dazu. Richtig, richtig großzügig. Und auch hier für einen Dicksaft von einem Bio-Apfel nehmen wir noch Würfel dazu. Und jetzt haben wir da einen richtig schönen winterlichen Geschmack auch dazu. Den legen wir jetzt hier mit drauf. Et voilà, eine wunderschöne Nachspeise für Weihnachten geschafft. Wahnsinn, super. Ganz toll. Ein Traum. Super. Ich bin begeistert von diesem wirklich Handwerksprodukt und sage herzlichen Dank und wünsche euch gutes Gelingen für die Zukunft und ganz tolle Ideen.